Am Horizont der deutschen Politik zeichnen sich bedeutende Veränderungen ab, die das Potenzial haben, den Status nachhaltig zu erschüttern. Und damit herzlich willkommen, liebe kritischen Steuerzahler. In Thüringen und Sachsen deutet alles darauf hin, dass die Alternative für Deutschland bereit ist, ja, die politische Landschaft nachhaltig zu prägen. Wenn du auch der Meinung bist, teile dieses Video und like es. Dankeschön. Die jüngsten Umfragen lassen keinen Zweifel daran, die AfD führt in beiden Bundesländern die Umfragen an und könnte schon bald das etablierte Machtgefüge auf den Kopf stellen. Ja? Es ist ein Zeichen dafür, dass immer mehr Menschen in Deutschland genug haben von der alten Politik und nach einer Alternative suchen, die ihre Sorgen und Bedürfnisse wirklich ernst nimmt. Ja? In diesen historischen Zeiten erhebt die AfD ihre Stimme als die Partei des Volkes, die den Mut hat, unbequeme Wahrheiten auszusprechen und sich gegen ein politisches Establishment, ja, zu stellen, das die Probleme des Landes seit Jahren ignoriert und vertuscht. Am 1. September stehen in Sachsen und Thüringen Landtagswahlen an, bei denen sich entscheiden wird, ob die Menschen weiterhin den alten Pfaden folgen oder ob sie den Mut haben, ja, neue Wege zu beschreiten. Während in Sachsen Ministerpräsident Michael Kretschmer von der CDU verzweifelt, ja, kann man schon sagen, um seine Macht kämpft, ja, und in Thüringen Bodo Ramelow von den Linken die Wiederwahl kaum noch zugetraut wird, sieht die AfD ihre Stunde gekommen. Sie ist bereit, Verantwortung zu übernehmen und die Stimme derjenigen zu sein, ja, die sich von der etablierten Politik im Stich gelassen fühlen. Und das sind mittlerweile sehr viele. Die jüngsten Demonstrationen in Dresden und Leipzig, Erfurt glaube ich auch, zeigen, wie tief die Spaltung in der Gesellschaft mittlerweile ist. Tausende Menschen, das muss man sich vorstellen, gingen auf die Straße, um ihre Bedenken, ja, gegen den drohenden Machtzuwachs der AfD auszudrücken. Doch genau diese Demonstrationen offenbaren die Angst des Establishments vor einem echten Wandel, ja, und das nach Solingen. Das ist unglaublich. Es ist ein Versuch, die legitimen Sorgen und den berechtigten Unmut vieler Bürger kleinzureden und zu diskreditieren. Ja. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, ja, das Symbol des etablierten politischen Systems, warnt in dramatischen Worten, ja, vor einem Angriff auf die Demokratie. Doch in Wahrheit ist es die AfD, die die Demokratie wiederbeleben will, indem sie dem Volk eine echte Wahl bietet und sich gegen die Bevormundung, ja, durch die politische Elite wehrt. Ja? Die AfD steht für einen Neuanfang, für eine Politik, die sich nicht länger den Interessen einer kleinen Elite unterordnet, sondern die die Sorgen und Nöte der breiten, ja, der breiten Bevölkerung in den Mittelpunkt stellt. Ja? So sehe ich das. Steinmeier und andere Vertreter des Establishments, ja, beklagen die sogenannte Entfremdung der Menschen von der Politik. Ja. Doch diese Entfremdung ist kein Zufall, sondern das Ergebnis jahrelanger Missachtung der Anliegen der Bürger. Die AfD hat erkannt, ja, dass viele Menschen sich von der etablierten Politik abgewendet haben, ja, weil diese sich immer weiter von den Lebens
Realitäten, ja, der einfachen Leute entfernt hat. Ja, sie steht nicht für einen Angriff auf die Demokratie, sondern für eine Rückkehr zur echten Volksherrschaft, bei der die Stimme des Volkes wieder Gewicht hat. In diesem Zusammenhang ist es auch kein Zufall, dass das Bündnis Sahra Wagenknecht aus dem Stand heraus zweistellige Umfragewerte erzielt. Ja? Es zeigt, dass es eine breite Unzufriedenheit gibt, die nicht länger ignoriert werden kann. Die AfD ist bereit, diese Unzufriedenheit aufzugreifen und in konstruktive Politik umzusetzen. Sie ist bereit, den Menschen wieder Hoffnung zu geben und ihnen zu zeigen, dass ihre Stimme auch zählt. Sie müssen wieder erhört werden. Während das Establishment versucht, die AfD als Bedrohung, ja, darzustellen, ist sie in Wirklichkeit die Antwort auf die Herausforderungen unserer Zeit. Sie bietet eine echte Alternative zu den Parteien, die dieses Land in den letzten Jahren in eine Sackgasse geführt haben. Die AfD will kein anderes Land, sie will ein besseres Deutschland. Ein Land, das wieder auf die Bedürfnisse seiner Bürger eingeht und ihre Anliegen, ja, ernst nimmt. Die kommenden Wahlen werden zeigen, ob die Menschen bereit sind, diesen Wandel zu akzeptieren. Die AfD ist bereit, Verantwortung zu übernehmen und Deutschland in eine bessere Zukunft zu führen. Die Wahl liegt nun beim Volk.